Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Der Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Maria, du Sitz der göttlichen Weisheit, bitte für uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute gedenkt die Kirche des vierten nachgeholten Sonntags nach Epiphanie. Die Lesung ist Römer 13, Verse 8 bis 10 und das Evangelium Matthäus 8, 23 bis 27. Das heutige Evangelium berichtet uns davon, wie Jesus mit seinen Jüngern eine Schifffahrt unternahm. Als das Schifflein mitten auf dem See war, brach ein gewaltiger Sturm herein. Die Wellen schwangen sich hoch und schwappten ihr Wasser in das Schiff. Gewaltige Böen peitschten das Wasser um das Schiff. Die Jünger des Herrn, unter ihnen erfahrene Fischer, fürchteten sich sehr. Ja, hatten Angst, dass das Schiff untergehen und sie mit sich in die Tiefe riss. In ihrer Furcht gingen sie zum Herrn, der da schlief inmitten des Sturmes. Herr, wach auf, riefen sie, sonst gehen wir zugrunde. Jesus erwachte, gebot dem Wind und dem Wasser und Ruhe kehrte ein. Daraufhin nannte Jesus seine Jünger Kleingläubige. Im übertragenen Sinne und in mystischer Weise können wir das Geschehen des heutigen Evangeliums auf unsere Zeit anwenden. Das Schifflein der Jünger ist ein Sinnbild für die Kirche. Der Sturm und das brausende und strömende Wasser ist die Welt. Das Wasser, welches in das Schifflein eindringt, sind die Häresien, der Aber und Unglaube, die Skandale, Versuchungen aller Art, etc. Ja, der Feind selbst, der in die Kirche eindringt und den Sinn und das Herz der Jünger des Herrn, das sind wir, zu beschweren sucht und niederdrückt. Und den Keim des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu ersticken droht. Traurigerweise hat der Sturm und das Wasser der Welt schon vielen das Feuer des Glaubens gelöscht und viele Seelen der ewigen Verdammung überführt. Im Angesicht des Sturmes unserer Zeit rufen wir, gleich den damaligen Jünger zu Jesus, erwache Herr, sonst gehen wir zugrunde. Doch es scheint, als ob unser Erlöser tatsächlich schlafe und seine Jünger dem Sturme überlasse. Doch anders als die damaligen Jünger haben wir, oder zumindest einige von uns, den Heiligen Geist schon empfangen, und zwar durch das Sakrament der Heiligen Firmung. Deshalb können wir uns nicht hinter Kleingläubigkeit verstecken, wenn wir mit dem Stürmer dieser Zeit konfrontiert werden. Nein, wir müssen glauben und unseren Glauben vertiefen, so viel wie es nur möglich ist. Zunächst müssen wir wissen, dass Glauben nicht nur eine Tugend ist, sondern es auch verschiedene Arten des Glaubens gibt. Die Menschen unserer Zeit sagen uns immer wieder gerne, Glauben heißt nicht wissen. Im rein menschlichen Sinne trifft das vielleicht zu. Wie oft schenken die Menschen anderen Personen ihren Glauben und lassen sich dadurch auf die Autorität des Amtes oder gar auf freundschaftliche oder familiäre Bande ein. So werden oft Informationen und Gerede Glaubwürdigkeit gegeben, das alleine auf rein menschlichem Vertrauen basiert, weil eine bei uns angesehene Person Zeugnis von dieser oder jener Sache gibt und somit der uns mitgeteilten Information das Prädikat der Wahrheit verleihen will. Die Definition des Verbs Glauben ist daher unter anderem für möglich und wahrscheinlich halten, für wahr, richtig, glaubwürdig halten.
Kurz gesagt, wer einer Person glaubt, verlässt sich auf die wahrheitsgemäße Aussage oder Tugend derselben, ohne definitive Beweise vorgelegt bekommen zu haben. Glauben im religiösen Sinn heißt, dass man sich auf die Wahrheit stützt, die Gott in seiner Güte und Unfehlbarkeit uns geoffenbart hat. Der Glaube ist auch eine der drei sogenannten theologischen Tugenden, die uns am Tage der heiligen Taufe verliehen wurde. Durch diese übernatürliche Tugend, die Gott uns verliehen hat, ist es uns möglich, die von Gott geoffenbarte Wahrheit als solche zu erkennen und anzunehmen. Der Glaubensakt jedoch ist jedoch eine Tätigkeit des Verstandes und eine freie Willenszustimmung. In seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13, Verse 13 und folgende, formuliert der heilige Apostel Paulus die drei göttlichen Tugenden, welche das sind: Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube aber ist die unverzichtbare Grundlage für Hoffnung und Liebe. In einem übertragenen Sinne wird in der katholischen Theologie die Gesamtheit der von Jesus Christus geoffenbarten Wahrheit, wie sie in der Heiligen Schrift, der apostolischen Tradition und der Kirchenväter enthalten ist, einfach als Glaube bezeichnet. Der Depositum Fidei, das Glaubensgut der Kirche, enthält also die gesamte Wahrheit, die Gott geoffenbart hat. An jeder, der durch den Gebrauch seines Verstandes erkannt hat, dass wir in einer materiellen Welt leben und diese einen Urheber und Schöpfer haben muss, ist auch dazu verpflichtet, das Gesetz und die Wahrheit, die dieser Urheber geoffenbart hat, anzunehmen und sich dem zu unterwerfen. Credo heißt ich glaube. Im Credo der Kirche drücken wir unser Bekenntnis zur der Wahrheit aus, die uns von Gott selbst gegeben wurde. Zu diesem Depositum Fidei sollen wir uns freiwillig und ohne Zwang bekennen. Und so schreibt das Erste Vatikanum, wenn auch die Zustimmung zum Glauben keineswegs eine blinde Regung des Herzens ist, so kann doch niemand der Verkündigung des Evangeliums zustimmen, wie es nötig ist, um das Heil zu erlangen, ohne die Erleuchtung und Einhauchung des Heiligen Geistes. Deshalb ist der Glaube in sich ein Geschenk Gottes, und sein Akt ist ein das Heil betreffendes Werk, durch das der Mensch freien Gehorsam leistet. Soweit das Konzil. Der Akt des Glaubens soll und muss ein freier Akt unseres Intellekts sein. Wir sollen also aus Überzeugung und nicht aus Zwang glauben. Durch das Studium unseres heiligen katholischen Glaubensgutes sollen wir überzeugte und überzeugende Christen werden. Unser Glaubenswissen soll aber über den des einfachen Katechismus hinausgehen. Das heißt daher, wir müssen uns dem Lesen guter und von der Kirche empfohlener Schriften und Bücher widmen. Durch das rechte Wissen von Gott soll in unserem Herzen rechte Gottesliebe und Vertrauen auf den Allmächtigen entzündet werden. Der Akt unseres Verstandes zu glauben soll nicht rein intellektuell bleiben, sondern muss sich tief in unser Herz einpflanzen. Seit dem heiligen Pfingstfest lebt die Menschheit im Zeitalter des Heiligen Geistes. Jesus hat uns den Geist der Wahrheit versprochen. Am Tage unserer heiligen Firmung haben wir ihn empfangen. So sollen wir oft, gerne und inbrünstig zum Heiligen Geiste beten. Wir bedürfen seiner Stärkung, seiner Leitung, seiner Erleuchtung und seines Trostes zu jeder Zeit. Auch wenn das Boot Petri zu kentern scheint, wir sollen dennoch nicht verzagen. Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was zu unserem Heile notwendig ist.
Egal welcher Sturm und welche Wasser uns bedrohen, seien wir standhaft im Glauben. Lasst uns viel beten, lasst uns viel glauben. In der Stunde größter Not, lasst uns Zuflucht zu unserem Heiland nehmen, denn der schläft und schlummert nicht. Und wenn der Glaube wankt, lasst uns vertrauensvoll Gott ergeben, so wie der Vater, dessen Sohn besessen war, und ausrufen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.